Ein Pfeif-Konzert für den Ex-HSV-Profi Dennis Diekmeier. Letztes Wochenende verlor Sandhausen 0:3 gegen Karlsruhe zu Hause und so wurde Dennis Diekmeier die ganze Zeit ausgepfiffen. Und das wirklich bei jeder einzelnen Aktion. Angeblich kam es sogar nach der Partie in der Sandhausener Kabine zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, in der auch Diekmeier involviert war. Aktuell läuft es wirklich gar nicht in Sandhausen und man ist Tabellenletzter.